der hier. Ja, Kassel. Kassel, 29,86, also der letzte. Tja, was hältst du davon, dass du doch mal komplett rausziehst bis nach hinten und drückst ihn mir rückwärts dann in den Gleis? Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, während wir hier dem Bahnhofs- und Zugpersonal beim Rangieren zuschauen, ja, wo befinden wir uns? In Stürmtal bei einem Fremo-Treffen, hätte ich beinahe gesagt. Fremo-Treffen war es nicht, es war ein privates Treffen nach, sagen wir mal, Fremo-Spielregeln. Was allerdings, also Fremo hat alle, ich glaube bis April oder hat alle Treffen verboten quasi wegen Corona und deshalb haben wir uns halt hier privat auf eigene Verantwortung getroffen. Ja, und was haben wir hier vor uns? Wir haben hier eine Baureihe 36, das ist preußische P6. Das Modell gab es mal von Rocco, die hier einen Stückgutzug zerlegt, also wird in diesem Bahnhof ein Stückgutwagen zugestellt. Und wer sich wundert, dass das hier so schnell geht, ich habe es ein bisschen schneller gedreht, damit das Video nicht so lang wird. Ja, hier haben wir das Arrangement. Wir haben also hier eine deutlich kleinere Halle als sonst. Das war allerdings dort sehr gemütlich. Und ich verweise dann auch auf das Video, was also letzte Woche gezeigt wurde. Ich werde es dann am Ende dieses Videos nochmal verlinken, weil die beiden quasi zusammengehören. Nur noch kurz, wir haben hier den Bahnhof Hirschberg, der sollte getestet werden im Betrieb. Das war quasi sozusagen der Sinn hier des Treffens. Und ja, die Auswertung habe ich dann entsprechend in diesem Video auch erzählt. Die anderen Bahnhöfe, wir haben also hier zwei Schattenbahnhöfe, einer hier ohne Namen. Und dann haben wir hier Plagwitz und dann noch die Bahnhöfe Schwarzbach und Klausthal und dann hier unbenannt an der Stirnseite noch Zernsdorf. Ja, dann hat man noch einen Haltepunkt und die eine oder andere Betriebsstelle. Unter anderem war eben auch mein Steinbruch mit dabei, für den das auch nach langer Zeit mal wieder so ein kleiner Test war. Ja, und wir fahren hier mal durch Klausthal, der auch noch nicht komplett fertiggestellt, aber zumindest weit fortgeschritten ist. Also hier fehlt dann noch das eine oder andere Grün am Rand oder vielleicht auch, naja, ein bisschen zwischen den Gleisen. Ja, ich war leider ein bisschen zu schnell unterwegs, deshalb ist hier, naja, auch eine ziemliche Schaukelei. Also wir haben also da wieder eine Kamera auf den Wagen gestellt und den vor einer Lok hergeschoben. Und wir haben natürlich auch hier wieder toll gestaltete Module. Und den Haltepunkt Niederlehme, der hier also auch noch eingeplant war. Und so, und jetzt geht es hier vorne sozusagen in meinen Modulbereich, also die Module, die Kurve, die zum Steinbruch gehört, wo ich hier auch gesehen habe, dass meine Gleislage an den Modulenden alles andere als optimal ist. Dann haben wir hier die Laderampe mit zwei Wagen und die Weiche mit dem Übergang. Und genau auf der Weiche bleibt dann der Zug stehen, das habe ich hier rausgeschnitten. Ja, und dann verlassen wir den Bereich in Richtung Posthausen, Abzweig und wird es dann hier weitergehen nach Hirschberg. Die zweite Strecke beginnen wir hier mit dem Schattenbahnhof Plagwitz, der hier, naja, halb vollgestellt ist mit Zügen. Das Vorfeld ist also sehr liebevoll gestaltet, wie man hier sieht. Da ist also nicht nur die Gleiswüste.
Ja, und dann haben wir hier einen Zug, der jetzt hier aus dem Schattenbahnhof herauskommt mit einer Baureihe 91 und den sächsischen Personenwagen von Pico, der hier jetzt Zug hält jetzt hier vorm Einfahrsignal. Und dann schauen wir hier ausgehend vom Bahnhof Hirschberg mal den anderen Streckenast an. Da haben wir hier einen schönen Garten, den sehen wir nachher noch ein bisschen genauer, die Fotos. Dann haben wir hier die Einfahrt von Zernsdorf. Auch hier ist noch ein bisschen Arbeit, was die Gestaltung angeht, aber es funktioniert sehr gut. Also da gibt es nichts zu meckern. Dann haben wir hier eine Kurve, wo die Gestaltung auch noch nicht abgeschlossen ist. Dann haben wir hier Johnsdorf, da werden wir immer darauf hingewiesen, dass es nicht Johnsdorf, sondern Johnsdorf heißt. Und hier gibt es auch eine schöne Gleissperre, die allerdings, achso, jetzt habe ich sie zugemacht, gut, die war offen gelassen worden vom letzten Zugpersonal. Hier eine 3D gedruckte Brücke. Wunderschön, haben wir zwar in anderen Videos zwar schon gesehen, aber die kann man sich nicht oft genug angucken. Und dann geht es hier in den Bahnhof Schwarzbach. Wie viele Bahnhöfe, auch hier gibt es da noch ein bisschen Detailarbeit. Aber hier steht dann sowieso noch, was die Steuerung angeht, ein größerer Umbau an. Aber das sehen wir dann in einem der nächsten Videos, wenn das hier fertig gebaut ist. Ja, hier im Schattenbahnhof wird ein bisschen arrangiert. Ich weiß es, das letzte Mal haben wir den Schattenbahnhof hier in Zeuthen gesehen, da hieß er Fellhammer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der offizielle Name ist. Hier haben wir auch noch einen Zug einer späteren Epoche 2. Und hier gibt es dann noch ein paar Fahrzeuge. Ja, wir sind wieder in Plagwitz. Hier haben wir dann die nächste Auflage des Stückgutzuges. Diesmal mit der Baureihe 13. Also die preußische S6. Ich hoffe, ich habe vorhin P6 gesagt, dass ich da nichts durcheinander werfe. Und hier eine Baureihe 54. Hey, jetzt fehlt mir die preußische Bezeichnung. Das müsste ich jetzt erstmal googeln. Also es ist auf jeden Fall eine Maschine von Brava, die hier an ihren Güterzug rangiert. Ja, und hier haben wir Baureihe 71, wieder mit dem sächsischen Pico-Personenzug, der hier über meine Steinbruchmodule fährt. Da haben wir wieder die Laderampe. Und diesmal bleibt er nicht stehen. Ja, und hier haben wir dann einen preußischen Personenzug mit einer Güterzuglok vorn dran. Ich glaube, das müsste preußische G3 sein, Baureihe 53, wo ja alles zusammengefasst wurde, der Länderbahn, was ein Schlepptender und dreigekuppelte Achsen hatte. Ja, hier haben wir wieder das Vordergrund, den Garten, hier das Viadukt, wo auch wieder die G3 drüber fährt. Tja, und hier der Versuch gleichzeitig die Lok zu steuern und zu filmen. Das ist eine G82, die noch keine Beschriftung hat, die hier also probeweise unterwegs war mit einem sehr, sehr langen Güterzug. Der hier an der Stelle fast verhungert wäre. Hier haben wir eine sächsische 12H2 vor einem Personenzug, das ist die spätere Baureihe 38-2, vor einem Personenzug, wo hier noch zwei Kurswagen angehängt wurden. So, dann hier wieder Rangierarbeiten, das müsste eine G7 sein, die hier unterwegs ist. Zug wird getrennt, weil der Torfwagen zu deinem
gibt ein interessantes in die Betriebsstelle muss. Vorher nehme ich mal an, ist der andere, der leere Rumwagen, rausgeholt worden. Der Weiche umstellen, Gleissperre ist schon offen. Und dann wird hier die Torfladung zugestellt. Bist du mal so gut und kuppelst mal bitte. So, wird abgekuppelt. Ja. Na, das war noch nicht so weit. Wird abgekuppelt und geht jetzt raus aus der Betriebsstelle, Weiche umstellen, Gleissperre aktivieren. Andere Richtung. So, nein. Das ist schon passiert, die Gleissperre. Und wieder an den Zug. Dann komme ich jetzt mit dem Wagen wieder. Und weiter geht's. Ja, und dann gab es noch das freie Fahren, wo dann diverse Länderbahnfahrzeuge unterwegs waren, wie dieser Eigenbau, das ist auch kein Bausatz, ein kompletter Eigenbau einer sächsischen 2, wo wir dann doch ein bisschen über die Farbe diskutiert haben, aber naja. Auch die Wagen sind zum Teil selber gebaut, der mit den Fässern ist quasi Fäkalenwagen, hier haben wir 2 Wagen von Brava und der letzte ist von Sachsen-Modelle, der Packwagen. Tja, und hier sehen wir die Lok auch wieder. Schon wieder mal am Steinbruch. Wie sie hier vorbeirollt. Also wirklich super gebaut. Also lautlos unterwegs, die Maschine. Also es war einfach fantastisch. Also war nicht nur ich begeistert davon. Ja, und hier haben wir noch eine sächsische 14 HT. Das ist eine Aufnahme, die hier entstanden ist für ein weiteres Video, was ich geplant habe. Sie wird also mal ihr eigenes Video bekommen. Und im Rahmen einer Baureihenvorstellung, dafür sind doch diese Aufnahmen hier entstanden. Und es passte ganz gut, dass wir hier sowieso ein bisschen mit Länderbahn unterwegs waren, da passte das ganz gut rein. Wie üblich bei meinen Videos gibt es dann am Ende mal noch ein paar Fotos. Hier haben wir den Garten nochmal, oder die beiden Gärten nochmal etwas genauer. Ich muss ja demnächst auch mal einen Garten bauen, da habe ich gleich die richtigen Anregungen. Ja, und dann haben wir hier eine schöne Lok. Das wäre eigentlich das Modell von Biekhoven gewesen, ist es aber nicht, weil da wurde Stück für Stück verbessert, bis am Ende eine nahezu neue Lok rausgekommen ist. Auch das Gehäuse ist neu, das ist also 3D gedruckt. Hier nochmal zum Vergleich das Modell von Pico, was an sich nicht schlecht ist. Allerdings gibt es dann eben diverse Fehler und vor allem die Räder sind nicht schön. Ja, dann haben wir hier noch einen 3D gedruckten Kesselwagen, der, naja, doch sehr exotisch aussieht. Ja, die folgenden Bilder sind dann noch so ein bisschen Stillleben. Hier die Brücke, dann nochmal Johnsdorf und diverse Eindrücke, die wir hier, die man auf den Treffen, auf den Modulen sammeln konnte. Gänseliesschen, der Gänse soll noch mehr werden. Dann haben wir hier, sieht man auch, wer es begrast hat. Das war gerade nochmal der Abzweig Posthausen. Und hier so diverse kleine Szenen. Auf dem Arrangement. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Blick über zumindest das halbe Arrangement und sind jetzt schon beim Abbau des Ganzen. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt das Video genossen und wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.